1986, also vor genau 32 Jahren, hat Lana zum letzten Mal in der Oberliga gespielt. Heute kann diese lange Durststrecke mit einem Punktegewinn gegen Weinstraße Süd beendet werden. Besorgen soll den Aufstieg mit dem Stürmer Lukas Hofer mit 32 erzielten Treffern der Torschützenkönig der Landesliga. Lana darf Weinstraße aber nicht unterschätzen. Nach dem Trainerwechsel, Thomas Nonato ist vor einem Monat für Marco Mazzari gekommen, haben die Unterlandler immerhin 7 von 9 möglichen Punkten geholt. Rund 1000 Zuschauer wollen sich dieses Spitzenspiel nicht entgehen lassen und sehen gleich nach 2 Minuten diesen langen Pass von Kapitän Andreas Ratschiller auf Kevin Platzkummer. Der Pass in die Mitte, wo Lukas Hofer goldrichtig steht und das 1:0 erzielt. Was für ein Auftakt für Hofer, das 33. Saisontor. Nur sein ehemaliger Teamkollege Peter Meyer hat in der Landesliga öfter getroffen. 2010 brachte er es auf 35 Toren. Die Hausherren, beflügelt von diesem Führungstreffer, greifen weiter an. Matthias Gasser versucht es mit einem Distanzschuss, verfehlt aber das gegnerische Tor. Nach 21 Minuten melden sich auch die Gäste erstmals zu Wort. Freistoß getreten von Matthias Leone auf Mattia Laghi. Der trifft nur die Querlatte, zählt aber nicht, da Schiedsrichter Sandu zuvor schon auf Abseits entschieden hatte. Die erste halbe Stunde ist um. Freistoß Andrea Zandarco. Das Leder kommt von der Mauer zu Andreas Ratschiller. Sein Schuss geht knapp ins Aus. Gleich darauf spielt Kevin Platzkummer Lukas Hofer an. Der zieht ab, verfehlt jedoch den Kasten von Andrea Donato. Kurz vor der Pause die beste Chance für Weinstraße Süd zum Ausgleich. Claudio Barbetti flankt in die Mitte, wo Andrea Gattamelata ganz frei steht, aber diese Riesenmöglichkeit auslässt. Da hat Lana Glück, das hätte eigentlich das 1:1 sein sollen. In der Pause wird natürlich diskutiert unter den Zuschauern. Auch der angeschlagene Weinstraße-Stürmer Claudio Della Sega, der nächstes Jahr nicht mehr in Cutat spielen wird. Massimo Nanni, er wird zukünftig die Unterländer betreuen. Und der Trainer des Bozen FC und ehemalige Weinstraße-Coach Fabio Janeselli. Die zweite Hälfte beginnt dann mit diesem Hammerschuss von Andreas Ratschiller, den Andrea Donato mit den Fäusten abwehrt. Gleich darauf probiert es der Kapitän von Lana ein zweites Mal, schießt diesmal jedoch übers Tor. Dann einer der seltenen Angriffe der Gäste. Günter Beer setzt sich durch, spielt zu Gattamelata, der passt in die Mitte, wo Benjamin Zuech gerade noch vor Barbetti klären kann. Viele Chancen haben die Unterlandler nicht, sind aber im Angriff immer brandgefährlich. Die 55. Spielminute. Joey Philippin flankt in die Mitte. Christian Palmer kann nicht befreien. Matthias Gasser bedankt sich und erhöht auf 2:0. Ist das schon die Vorentscheidung? Gasser bleibt cool und netzt ein. Sein bereits 16. Saisontreffer. Lana echt eine Tormaschine. Gasser, Hofer und Philippin bringen es zusammen auf stolze 57 Tore. Danach geht das Duell Ratschiller gegen Donato weiter. Auch diesmal gewinnt es der Gästetorhüter gegen den Kapitän von Lana. Und Andrea Donato kann sich gleich darauf noch einmal auszeichnen. Gasser zu Hofer, der Schlussmann von Weinstraße Süd, wehrt ab. 20 Minuten vor Spielende kommt Davide Penasa für Zandarco. Es ist der letzte Auftritt des 37-Jährigen, der insgesamt 397 Meisterschaftsspiele für Lana bestritten hat. Lana könnte dann noch ein wenig Resultatkosmetik betreiben, scheitert aber immer wieder an Donato. Hier rettet der 28-jährige Schlussmann mit den Füßen auf Lukas Hofer. Danach spielt der Mittelstürmer Lucas Sorrentino frei, aber Donato kann seinen Schuss in die Ecke lenken. Und schließlich hätte er auch noch diesen Versuch von Hofer und hat dann beim Nachschuss vom eingewechselten Gianluca Correa auch das nötige Glück auf seiner Seite. So bleibt es beim 2:0-Sieg für Lana. Da gleichzeitig Eppan in Milan verliert, überholt die Mannschaft von Kurt Vorer am letzten Spieltag noch die Überrätscher der Tabelle und gewinnt die Landesliga 2018. Nach 32 Jahren kehrt Lana in die Oberliga zurück. Ja, schöner kann man sich nicht wünschen, vor dem Publikum da daheim Meister zu werden. Schönes gibt's nicht. Jetzt geht es mal in die Oberliga, aber ich glaube, einfach eine lange Nacht und dann denken wir weiter.
Wir haben mit der Einstellung eingegangen, alle zusammen von der ersten Minute bis zur letzten. Wir haben gut gewinnen. Wir haben jetzt zum Glück gehabt, dass ins Milan geholfen hat, selber verloren hat. Und mir tut es leid für ihn, Glück für uns. Jetzt können wir Meistertitel feiern und noch schöner. Nächster Oberliga. Mich gefreut. Das erste Mal. Schon geil. Lukas Hofer gewinnt die Torschützerliste mit 33 Treffern vor dem Eppaner Michael Osti mit 26 und dem Brunnecker Philipp Bachlechner mit 20. Ich bin echt zufrieden, es ist gut gegangen und logisch, die 33 Tore bin ich froh darüber. Aber das primäre Ziel war, höher aufzusteigen und das haben wir geschafft und heute bin ich überglücklich.